Leicht ist es nicht, den richtigen Treffer zu setzen, um den Adler vom Himmel zu holen. Eine traditionelle Disziplin beim jährlichen Schützenfest der Luckenwalder Schützengilde. Jeder Teilnehmer hat 5 Schuss, bevor dann der Nächste sein Können unter Beweis stellen kann. Aber es gehört auch Glück dazu. Treffsicherheit ist ganz wichtig. Natürlich kommt es vor, dass jemand einen Schuss macht und der fällt runter, weil die anderen vorher gearbeitet haben. Ziel muss man schon können, ja. Und das können ja die meisten, die hier kommen. Zepter, Apfel, Krone und Adler. Das sind die 4 Sachen, die geschossen werden. Der größte ist dann der Adlerschützenkönig. Und der geht in diesem Jahr an Wolfgang Höltke aus Gernrode im Harz. Gute 3 Stunden hat es gedauert. Man muss zum richtigen Moment da sein und die letzten Schüsse setzen, dann haut das auch hin. Schon mal König gewesen, oder? Zu Hause ja, mehrmals König. Ja. Aber hier Luckenwalde das erste Mal? Hier in Luckenwalde und Adlerkönig das erste Mal. Und der Pokal, bekommt jetzt einen Ehrenplatz? Der bei mir zu Hause, natürlich. Bekommt einen Ehrenplatz. Das wird ein unvergessenes Ereignis bleiben. Das ist eben toll. Christine Lindner aus Luckenwalde war 2013 Schützenkönigin. Letztes Jahr schoss sie den Apfel, dieses Jahr die Krone. Ich habe Spaß dabei. Das ist eigentlich der Ansporn, den wir hier alle haben. Nervenkitzel, dass man es wieder werden könnte. Und natürlich den Titel auch verteidigen. Aber leider nicht geschafft. Die Luckenwalder Schützengilde wurde 1425 ins Leben gerufen, nach dem Zweiten Weltkrieg verboten und hat sich 1991 neu aufgestellt. Zu Spitzenzeiten 180 Mitglieder sind es heute rund 80, darunter 4 Nachwuchsschützen, die künftig auch im Bogenschießen üben werden können. Wir haben ein bisschen Probleme. Wir könnten mehr Kinder haben, die diesen Sport betreiben wollen. Weil dieser Sport ist ja auch unheimlich intensiv. Das ist ja olympische Disziplin, Luftpistole, Luftgewehr. Und ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Nachwuchs. Zurzeit haben wir hier den Luftgewehrschießstand mit 5 Bahnen, unseren 25 Meter Pistolenschießstand für bis zum Großkaliber zu gebrauchen. Und der Vorteil von diesem Schießstand ist, der ist überdacht. Das heißt also, hier können die Schützen auch im Winter trainieren. Die Schützengilde Luckenwalde von 1425. Sportlicher Wettkampf, Brauchtum und Geselligkeit.